Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zur PlayStation 5. Um euch die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, wurde ich gestern schon darauf angeschrieben, bitte bring PlayStation 5 News. Wir warten ja, es ist kein ganzer Monat mehr. Und ich habe natürlich wieder weitere Infos für euch zum Start der PlayStation 5 und vor allem zur Aufstellung der PS5. Das ist ja auch eine Sache, die viele Leute wirklich beschäftigt. Wenn euch dieses Video hier gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Das ist immer so eine ganz wichtige Sache fürs YouTube-Ranking. Das hilft einem Video wirklich immens. Also denkt an das Liken, wenn es gefällt. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt vielleicht eine super tolle Gelegenheit, das zu machen. Und wenn ihr dann zusätzlich auch noch die Glocke aktiviert, verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Aber damit schauen wir erstmal in einen Punkt hinein, der ja auch für viele Leute ganz, ganz wichtig natürlich sein wird. Und zwar: Was kann denn die PlayStation 5 neben Gaming noch? Das bedeutet, welche Entertainment-Apps stehen denn euch zur Verfügung? Es gibt ja die schicke Remote, da haben wir schon gesehen, von der Media Remote. Da ist es dort Netflix, YouTube, Spotify und Disney Plus sogar gibt mit Schnellwahltasten. Welche Apps stehen denn nun wirklich zum Start zur Verfügung? Wir haben einmal Apple TV, wir haben Disney Plus, Netflix, Spotify, Twitch und YouTube. Das sind bisher die veröffentlichten, besser gesagt genannten Entertainment-Apps, die also an Tag 1 auf der Konsole zur Verfügung stehen. Da werden ganz bestimmt noch einige folgen. Gerade so ein prominenter hier in Deutschland, Amazon Prime, fehlt hier momentan leider noch komplett, während Netflix und das, ja, sage ich mal, weniger verbreitete Apple TV zum Beispiel oder Disney Plus, ich kenne da nicht ganz genau die Zahlen, aber ich denke mal, dass diese Dienste eventuell vielleicht doch noch weit hinter Amazon auf der Rangliste sind. Die sind schon mit an Bord. Amazon lässt noch auf sich warten. Das könnt ihr also noch nicht an Tag 1 genießen, aber ich denke auch, das wird dann bald nachkommen. Und damit kommen wir zur zweiten wichtigen Frage, die viele Leute beschäftigt, auch mich persönlich. Deswegen war ich ganz froh, dass ich dazu neue Details erfahren konnte. Denn ich habe nämlich nicht vor, bei mir die PlayStation hinzustellen, sondern ich möchte sie hinlegen. Da habe ich einfach so ein kleines bisschen Schiss dahinter. Das Ganze wird bei mir ja nicht im TV-Board neben dem Fernseher stehen, sondern wirklich auf den Schreibtisch kommen. Das heißt, neben meinen Monitoren, da wo die Festplatten rumliegen, da wo die Controller rumliegen und so weiter und so fort. Und da habe ich so ein bisschen Panik, dass ich da dann doch eventuell gegenstoße und mir die Konsole einmal, ja, zeigt, dass sie nicht zum Fliegen gebaut wurde. Ist dann sehr, sehr schade. Und ein kleiner Härtetest wäre es dann natürlich auch, könnte ich ein Video machen. So funktioniert die PS5 nach einem Sturz aus einer Höhe von ca. 70 cm. Nein, das habe ich keine Lust drauf, das Video zu machen. Und deswegen werde ich sie horizontal hinlegen. Und jetzt wurde schon darauf hingewiesen, besser gesagt, ich wurde schon ein paar Mal darauf hingewiesen, hey, dafür ist die Konsole eigentlich nicht gedacht. Die Wärmeabfuhr ist besser, wenn sie liegt. Selbiges hört man natürlich wahnsinnig gerne auch bei der Xbox Series X. Auch diese macht natürlich absolut den Eindruck, als wäre sie nur dafür gebaut, ja, nach oben zu zeigen. Denn wir haben schon in der Schule gelernt, Wärme steigt nach oben und dementsprechend ist es gut, wenn man halt, ja, auch die Wärme wirklich in freien Lauf lässt. Und da hat das japanische Magazin 4Gamer ein Interview geführt mit Yasuhiro Ohtori, dem Hardware-Architekten, der auch schon die PlayStation 5 für uns auseinandergebaut hat. Und dieser hat sich jetzt dazu geäußert, ob es denn gut ist, ja, wenn die Konsole liegt, oder besser gesagt, ob das thermisch dann ein Problem ist, ob sie dann schlechter gekühlt wird, und die eindeutige Antwort ist nein. Natürlich gibt es den Kamineffekt, der dafür sorgt, dass Wärme von unten nach oben steigt. Das wäre aber zu vernachlässigen, wenn es einen Kühler gibt, der sich elektrisch angetrieben dreht und dementsprechend so dafür sorgt, dass die Abluft oder besser gesagt die Wärme aus dem Gehäuse herauskommt. Und genau das haben wir natürlich bei der Xbox und auch bei der PS5. Da ist ein Lüfter drin, der sich halt wirklich permanent dreht. Es gibt da bei der PlayStation 5 auch noch dann drei Wärmesensoren an verschiedenen Stellen, damit der Lüfter in einen von seinen drei Betriebsarten, die es sind, aufdrehen kann. Ich bin noch immer gespannt, die lauteste oder besser gesagt die stärkste Variante, wie diese sich dann anhören wird. Es sollen also, wie gesagt, drei unterschiedliche Stufen der Lüftung geben, die dann halt, wie gesagt, je nach Sensoren ausgelesen wird. Dann wird der Abstrom oder besser gesagt die Abluft, die erzeugt werden soll, halt an den Lüfter abgegeben und dieser dreht dann entsprechend auf oder dreht entsprechend runter, je nachdem ganz genau, was man dann halt gerade mit der Konsole treibt. Und es ist also egal, ob ihr die Konsole hinstellt oder ob ihr sie hinlegt. Und da wir ich ja nicht müde werde, darauf hinzuweisen, das Ding ist ein ganz schöner Kavenzmann, ne? So groß wie ein japanischer Oberkörper, das werden wir nicht vergessen. Da
muss man wirklich drüber nachdenken. Habe ich Platz, das Ding hinzulegen? Habe ich Platz, das Ding hinzustellen? Auf alle Fälle ganz, ganz wichtig, liebe Leute, denkt immer dran, sowohl PlayStation wie auch Xbox sind ganz, ganz dankbar, wenn sie natürlich an der Stelle, wo sie die heiße Luft aus dem Gehäuse hinaus befördern, viel Platz haben, um die Hitze wirklich loszuwerden. Wenn dann die Konsole seitlich dann halt ja wirklich rechts und links eingezwängt ist und dann die Luft dort nicht richtig weggepustet werden kann, dann kann das ganze Kühlsystem natürlich nicht funktionieren. Also sorgt einfach für ausreichend Platz, also auch wenn ihr sie hinlegt, wenn dann sozusagen auf der rechten Seite der Konsole genug Platz ist, damit die Abluft gut abziehen kann, dann gibt es überhaupt gar kein thermisches Problem und vor allem gibt es dann keinen Grund, wirklich die Konsole hinzustellen, solange genug Luft da ist. Und bei einer Konsole, die man aufrecht hinstellt, natürlich ganz genauso dasselbe. Wenn oben drüber gleich direkt ein Regalboden oder ähnliches kommt, dann kann das nicht funktionieren. Achtet einfach darauf, dass rechts davon oder oben einfach genug Luft ist. Generell kennt man das schon immer von elektrischen Geräten, die sollten eigentlich ringsherum wirklich genug Luft haben und nicht dort gleich wieder direkt an irgendeinem Regalbrett anliegen, dann passt das Ganze. Also, wie mein erstes Video zur PS5 hieß, PS5, leg sie flach. Genau das könnt ihr wirklich tun, ganz ohne Bedenken. Ihr habt keine schlechtere Lüfterleistung, als wenn das Ding steht. Und das ist ehrlich gesagt, finde ich, ganz, ganz wichtig. So können wir uns jetzt die nächsten Tage nochmal Gedanken machen, wo tun wir das gute Stück hin, denn wir können jetzt auch drüber nachdenken. Ist es egal, wie rum wir sie stellen, Hauptsache sie hat genug Platz. Und genau in der Sekunde, wo ich hier gerade dabei bin, dieses Video für euch zu machen, gibt es noch eine weitere News, und zwar erscheint das Spiel Ghost Runner am 27. Oktober. Ich blende euch ein bisschen Gameplay-Material hinten im Hintergrund ein. Und auch dieses wird es gratis schaffen auf die PS5 und auf die Xbox Series X. Also gratis Upgrade für Ghost Runner von der PS4-Version, von der PS5-Version. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das wird auch gehen. Was ich leider hier nicht drin habe, ist wieder die Meldung, was mit den Speicherständen ist. Auf der Xbox geht das ja zu 100% ganz ohne Problem und wird via Smart Delivery gemacht. Wie es dann auf der PS5 in dem Speicherstand aussteht, ist nicht ganz klar. Auf alle Fälle kommt das Upgrade für die Next-Gen-Konsolen, so muss man es ja aktuell noch nennen, PlayStation 5, Xbox X, Anfang nächsten Jahres. So, damit sind wir aber wirklich jetzt durch für heute. Das war es an Themen, was wir an Media-Apps haben, ob wir die Konsole hinlegen oder hinstellen können. Ich werde natürlich die nächsten Tage noch mehr Content für euch aufbereiten, dann werden wir nochmal drauf schauen. Die SSD in der PS5. Begrenzte Haltbarkeit, ja oder nein, und natürlich ähnliche Geschichten und natürlich nochmal der Hinweis an alle, die sich eventuell wundern, mir selber ging es heute auch so, das ganze Zubehör zu PlayStation 5 scheint dann schon früher versendet zu werden, ich habe also heute die Meldung bekommen, dass ich mein Headset bereits am 12. erhalte, schön, dann kann ich mich da 7 Tage mit dem Headset auf dem Kopf hinsetzen und auf die Konsole warten, aber die Meldungen gehen momentan bei vielen Spielern ein, dass das Zubehör bereits eine Woche früher lieferbar ist. Schade, die Konsole hätten wir dann natürlich auch gerne eine Woche früher in Empfang genommen, aber das Zubehör ist dann schon mal am Start, wenn dann die Konsole endlich am 19. bei uns ankommt. In dem Sinne, danke ich fürs dabei sein, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei und sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.